Herzlich willkommen zu Behind the Board, der MyDartCoach Spieler-Podcast. Es begrüßt dich das Team MyDartCoach und wünscht dir viel Spaß mit dieser Folge von Behind the Board. So, liebe Freunde des Dartsports, wir melden uns zurück. Mein Name ist Wattenberg, Micha Wattenberg, und willkommen zu Episode 007 des Behind the Board, dem MyDartCoach Spieler Podcasts. Es ist ganz richtig, dass du heute eingeschaltet hast, denn heute gibt es richtig tolle große Neuigkeiten. Aber bevor wir zu diesen großartigen Neuigkeiten kommen, schauen wir doch erstmal auf die großartigen Personen, die mit mir heute in diesem Podcast sind. Das sind zum einen die Pro-Tour-Legende Ricardo Pietreczko. Moin, Legende ist noch weit hergeholt, aber ja, moin. Ja, man muss ja Ziele haben. Mit dabei ist außerdem heute Felix Knappe. Hallo, ich grüße euch. Und wie in der letzten Folge angekündigt, neu im Team MyDartCoach und nun auch neu im Podcast mit dabei, Jonas Aplowski. Moin. Ja, sehr schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben für diese Podcast-Aufnahme. Erst einmal komme ich zu der großartigen Ankündigung, bevor wir ein bisschen in die heutige Folge hineinstarten. Und zwar jetzt, wenn dieser Podcast online geht, dann ist die Anmeldung für die MyDartCoach Championship 2022 online. Liebe Freunde, wir veranstalten ein Turnier. 128 Spieler, 24 Boards, 1.000 Euro fixes Preisgeld, welches wir ausschütten. Das Ganze findet am 13. August statt. Und mehr dazu erfahrt ihr bei uns auf den Social-Media-Profilen oder bei uns auf der Website. Schnell sein lohnt sich, um sich dort anzumelden. Es ist das erste große Turnier, was wir veranstalten werden. Deswegen checkt das unbedingt ab. Schaut, dass ihr euch noch einen Startplatz ergattert. Und dann würden wir uns freuen, euch dort auf diesem Turnier am 13. August begrüßen zu dürfen. Und natürlich würden sich dann auch Ricardo, Felix, Jonas und Luis und so weiter freuen. Das ganze Team MyDartCoach wird natürlich anwesend sein. Für euer leibliches Wohl wird bestens gesorgt sein. Deswegen, Ricardo, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich, wenn 7 das Höchste ist? Von 1 bis 10, wenn 7 das Höchste ist, dann so eine 7. So eine 7, ja, das wäre ganz gut. Alles andere wäre jetzt auch relativ schwer einzuschätzen zu gewesen. Ja, diese Woche, die zurückliegt, eine besondere Woche für das Team MyDartCoach, denn gleich zwei Neun-Darter sind gefallen, am Montag von Luis und dann Ricardo von dir am Mittwoch. Erzähl doch mal. Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich wollte eigentlich nur, also das Ganze ist auf dem E-Dart passiert, bei uns oben im Wohnzimmer. Ich wollte eigentlich nur mir eine Pizza in den Ofen schieben, wollte eigentlich nur warten, bis die Pizza fertig war, hab dann ein paar Darts geworfen, hab mal ein 501 reingedrückt, bei die ersten zwei Lecks nichts Besonderes und dann auf einmal im dritten Leck 180, 141, okay, gut, ja, nehme ich mit. So war, kennt man das halt, also. War ganz cool, ich wollte eigentlich nur auf meine Pizza warten, nur ein paar Darts reindaddeln da und ja. Naja, solange die Pizza dabei dann darüber nicht verbrannt ist, aber ich sag mal, ja, ich sag mal, ist ein altbekanntes Problem, das geht mir auch immer so, da will ich wirklich nur eben eine Pizza schnell im Ofen warm machen und dann zack, schmeiße ich einen neuen Data, also, genau. So, wir haben noch was offen von letzter Folge, als es um die Erfolge im Dartsport ging, als wir eine Diskussion entflammten darüber, wie lange man wohl bräuchte oder wie viel Darts man in 12 Stunden ins Bullseye hämmern könnte, haben wir uns doch als Team MyDartCoach mal gedacht, wir machen das wie folgt. Und zwar reduzieren wir das von 12 Stunden auf 10 Minuten und werfen alle mal hier 10 Minuten innerhalb der letzten Woche mal 10 Minuten Darts auf Bull und zählen die Bullseyes, welche wir getroffen haben. Fangen wir mal mit Felix an. Felix, du hast 10 Minuten die Zeit gestoppt und Darts auf Bull geworfen. Wie häufig hast du das Bullseye getroffen? Nein, ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe. Also eigentlich weißt du ja auch warum. Ich hatte die Woche halt einfach immer viel zu lange Dienst. Ich werde das selbstverständlich nachholen für alle und werde das heute Abend machen. Und kann dann gerne Auskunft geben. Jetzt habe ich dann ja gleich auch eine Vorlage und weiß, wie viel ich schaffen muss, um besser als Ricardo und Jonas zu sein. Und ich habe das nämlich auch versucht. Ach du Scheiße. Nein, okay, gut, lassen wir mal so stehen.
dann hast du auf jeden Fall einen Ansporn, das bis zur nächsten Folge hinzubekommen und vielleicht brauchst du einfach nur diesen Anreiz, genau, was du treffen musst. Jonas, bevor wir gleich erstmal zu deiner großen Vorstellung und Premiere hier in dem Podcast kommen, wie häufig hast du denn das Bullseye getroffen? 18 Mal. 18 Mal? Ich weiß nicht, schon, ob das gut ist, aber... Das werden wir jetzt gleich an der Einordnung sehen. Ricardo verzieht schon ein bisschen das Gesicht. 18 Mal finde ich gar nicht so schlecht. Ich sag mal 10 Minuten ungefähr alle 30 Sekunden. Okay, Ricardo, bevor ich mir hier die Blöße gebe, Ricardo, wie häufig hast du denn das Bullseye getroffen? Jetzt sind wir mal gespannt. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt gerade kurz vorm Podcast habe ich das noch gemacht. Ich habe es zu meiner Verteidigung auch 3-mal gemacht, weil ich die ersten 2 Male einfach zum Einspielen genommen habe. Die ersten 2 Male hatte ich 16 und 21. Mhm. Und beim 3. Mal hatte ich dann, da war ich dann ein bisschen eingespielt, da hatte ich dann 43. Boah, nee. 43? Ja. Alter, aber das war jetzt aber nicht auf einer 3-Loch-Edart-Scheibe, ne? Nee, ganz normales Windmau, Blade, glaub 6. Ja, Blade 6 ist das, ja. Ich dachte, jetzt kommt noch die Champions Choice. Ja, das, aber das gut, wär's, es, ne? 43, ja. Alter Schwede, das ist ja alle 15 Sekunden, das ist jede Aufnahme eigentlich oder so ungefähr im Schnitt einen rein. Das ist schon, boah. Also habe tatsächlich 20 Mal getroffen, wo ich mich auch schon gar nicht so schlecht mitgefühlt habe, muss ich sagen. Das ist genau alle 30 Sekunden einen reingehämmert. Aber 43, das ist jetzt für einen, ja, was willst du halt auch von der Proto-Legende anderes erwarten? Aber 43 ist schon, Jonas, da müssen wir schon Respekt zollen an Ricardo, ja, oder? Das ist wild. Auch 20, also ja. Keine Ahnung, ich dachte, ich wäre jetzt auch nicht so schlecht dabei, aber ich habe es auch nur einmal gemacht, ne? Das ist auch, ja, war hinter gut. Ricardo auch ich 16. Ich habe es auch nur einmal gemacht, aber gut, hätte ich es auch noch 3-mal gemacht, dann wäre bei mir auch bestimmt 44 rausgekommen, würde ich jetzt mal so schätzen. Genau, dann gehen wir mal ein bisschen heute auf dich ein, Jonas. Du bist neu im Team My Dart Coach. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen zu dir, wo kommst du her, was ist dein Dart-Hintergrund und so für die Leute, die dich jetzt einfach noch nicht so kennen. Ja, ich bin Jonas, 22 Jahre alt, ich komme aus dem Sauerland und ja, mein Dart-Hintergrund, also ich habe ganz früh eigentlich angefangen, so durch meinen Vater aus Spaß auf eine E-Dart-Scheibe zu werfen, weiß ich nicht, mit 10 bestimmt schon mal. Dann ging das irgendwann weiter, habe ich mir, glaube ich, mit 16, 17 ein Steel Dartboard geholt, weil das halt auch nur im Fernsehen lief, also E-Dart sieht man ja eigentlich gar nicht, deswegen fand ich das dann cooler. Ja, und dann mit 18, also vor 4 Jahren, bin ich einmal in einen Dartshop gefahren, habe mir dort dann wollte ich mir endlich mal vernünftige Dartpfeile kaufen und wurde dort auch beraten, auch von meinem Wurf her. Ja, und seitdem bin ich danach auch auf Turniere gefahren, habe auf meinen Wurf geachtet, habe trainiert. Ja, und dann ging es halt erstmal bergauf, relativ schnell. Aber dann kam natürlich auch, wie man es kennt, sehr viele Schwächephasen und so hat sich das jetzt entwickelt. Genau, Jonas, du bist aktiv auf der Development Tour, hast da jetzt schon einige Male mitgespielt und wirst auch dieses Jahr mit Luis, mir, Max gemeinsam dann das Team My Dart Coach auf der Development Tour vertreten. Was sind denn so deine Ziele im Dartsport, die du dir steckst? Ja, genau, ich spiele mit und meine Ziele, ja, das ist immer relativ schwierig, ne? Also an sich bin ich jemand, der sagt, ich möchte so viel erreichen wie möglich so, aber das ist halt ein schlecht definiertes Ziel. Aber ich meine, jetzt manche sagen ja auch, ja, ich brauche gar keine Tourcard oder so. Ich sag mal, ich würde das gerne machen, so, also ich würde gerne so weit kommen, aber realistisch sage ich mal, ich will auf jeden Fall halt an den meisten PDC-Turnieren in Zukunft teilnehmen. Das hängt natürlich immer von dem Budget ab. Deswegen bleibt es erstmal bei der Development Tour auch ausschließlich in Deutschland erstmal. Ich wollte einmal auch nach England jetzt die letzte Development Tour, hat dann aber auch nicht geklappt. Aber ja, meine Ziele, also
ich sag mal, jetzt letztes Jahr war das relativ schwierig, weil die Teilnehmerzahl runtergestuft wurde, aber die Jugend-WM wäre vielleicht erstmal über Development-Tour ein gutes Ziel, was auch vor Corona eigentlich relativ realistisch war. Ansonsten, ja, Q-School auf jeden Fall nochmal spielen. Beziehungsweise ich wollte ja mal spielen, durfte aber nicht. Und dann auch Challenge Tour und dort Preisgeld einspielen. Ja. Hört sich nach sehr guten und realistischen Zielen und auch sehr bodenständigen und ja, ich sag mal nach einem sehr guten angestrebten Werdegang an. Bevor wir jetzt die Frage an dich stellen, wer denn dein Vorbild im Dartsport ist? Felix, erinnerst du dich noch, wer Ricardos Vorbild ist? Und Ricardo, erinnerst du dich noch, wer Felix Vorbild ist im Dartsport? Ich erinnere mich noch, ja. Soll ich sagen? Nee, es reicht uns, wenn du das weißt. Alles okay. Gut. Ich weiß es. Nein, ja, also sag an. Ich glaube, Chris Dobie hat er gesagt. Stimmt. Ja. Ricardo, weißt du noch, wer Felix großes Vorbild im Dartsport ist? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja auch schon ein bisschen länger her, wo wir das gesagt haben, aber weiß ich leider nicht mehr, ne. Tja, man wird ja auch nicht jünger. Nee. Felix, nochmal, für Ricardo, wer ist es? Michael van Gerwen. Ah, ja, dankeschön. Hm. Schreib's dir hinter die Ohren. Kommt gleich auf den nächsten Zettel. Wunderbar. Jonas, wer ist denn dein Vorbild im Dartsport? Oder hast du ein Vorbild, wo du sagst, den finde ich gut, an dem orientiere ich mich von Spielweise, Emotionen, Verhalten, wie auch immer. Gibt es da ein Vorbild? Nee, also eins gibt es nicht. Ich kann mich erinnern, am Anfang fand ich Anderson eigentlich am besten, am coolsten so. Mhm. Im Vergleich zwischen Taylor und Van Gerwen damals fand ich immer Van Gerwen besser, also kann man auch dazu zählen. Als Gervin Price dazu kam, fand ich den cool, wegen seiner Emotionen und alles. Mhm. Und mittlerweile finde ich Smith am coolsten, so, also ist quasi mein Vorbild. Also, wenn ich Spieler cool finde, mache ich das immer daran eigentlich fest, so, was für einen Wurfstil die haben und so. Und deswegen kamen die ganzen Spieler auch, die ich jetzt genannt habe, davor. Und jetzt mittlerweile ist es halt Smith. Und ja, der scheint ja mental auch nicht so stark zu sein. Da kann ich mich auch wiederfinden. Also von daher ist zwar vielleicht nicht das Beste, aber durch seinen Wurf könnte der auf. Also man sagt ja, er könnte viel mehr und so. Deswegen, ich finde den schon. Mittlerweile ist es mein Vorbild, könnte man sagen. Sehr gut. Wir haben ja eben schon mal lang und breit, aber schon mal ein kleines bisschen über die neuen Darter hier im Team gesprochen. Jonas, hast du schon mal einen Neuner geschmissen im Training, im Spiel irgendwie oder bis jetzt noch nicht? Nee, ich noch nicht. Was war das Nächste, was du mal dran warst? Wie viele Perfekte du gespielt hast? 6 hatte ich schon mal. 7 vielleicht, weiß ich auch nicht mehr genau, aber mehr als 7 auf keinen Fall. Felix, nochmal ganz kurz, mir ist es tatsächlich auch gerade entfallen, was war bei dir das, wo du am nächsten dran warst? Wie viel waren es? Ich hatte 7 Perfekte. Da habe ich, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich dann bei 141 ganz normal über die Triple 20 begonnen. Die Triple 20 habe ich noch getroffen und der andere ist dann in die Triple 3. Tja, knapp ist es. Ricardo, weißt du noch, wie viele Neunhatter du geschmissen hast bis jetzt? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich eine gewisse Person, die sich wahrscheinlich den Podcast jetzt hier dann auch anhört, liebe Grüße Nina, dass ich gegen Nina mal 2 geworfen habe. Aber nicht hintereinander. Nee, nicht hintereinander, das war eine gewisse Zeit auseinander, aber ja, das weiß ich, dass ich gegen ihr 2 Neuner gespielt habe. Sehr, sehr cool. Jonas, was spielst du für Darts? Also was für ein Stück Wolfram hast du in der Hand, wenn du aufs Board zielst? Ich spiele den 180 Jetstream Stealth. Auch bekannt als Florian Hempel Dart von 180 damals. Was spielst du für Chefs oder Flights?
Ja, Schäfte ist mir eigentlich relativ egal, immer Kunststoff. Und dann halt L-Style am liebsten Pro. Ah, seht ihr, da bin ich heute nicht alleine. Wir haben ja hier diese sehr meinungsstarke Sektion aus Ricardo und Felix, die absolute Verfechter der normalen Flight sind und sich nie im Leben ein L-Style-Flight auf den Dart schrauben würden. Und da sind Leon und Luis heute nicht da, die mich hier unterstützen würden, meinungstechnisch pro L-Style. Da finde ich es gut, Jonas, dass du da wenigstens noch ein bisschen mit mir in einem Boot hier sitzt. Jonas, wenn du von einem der beiden Spieler, die ich gleich nenne, die Darts wählen müsstest, um mit ihnen ein Turnierchen zu spielen, ja, wen würdest du nehmen? Die Darts von Bunting oder die Darts von Searle? Eindeutig Searle. Warum? Ja, ich glaube, also je schwerer der Dart ist, ist ja, glaube ich, leichter, den dann noch gerade auszubekommen, als wenn man so einen extrem leichten Dart hat. Und okay, außerdem sein Setup, ich weiß jetzt nicht, ob das dazu gezählt hat bei deiner Frage, aber ja, auf jeden Fall. Okay. Okay. Interessante Meinung. Würdest du dir dann auch die gleiche Frisur zulegen, wenn du seine Darts spielen würdest, oder lieber nicht? Ganz so lang nicht, aber ich hatte okay, schon mal längere Haare. Oh. Nein, aber nicht so lang, auf keinen Fall. Okay. Ja, Jonas, ich glaube, das war ganz nett für die Hörer, dich erstmal ein bisschen kennenzulernen. Mehr wird es dann ja von dir in der nächsten Zeit bei uns in den sozialen Netzwerken geben, auf YouTube oder dann auch vielleicht irgendwann nochmal in diesem Podcast, falls es dir nicht zu sehr missfallen hat, mit Ricardo und Felix hier zu sitzen. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen über zu Ricardo, ein Thema, das uns allen schon unter den Fingernägeln brennt. Ricardo, nimm uns mal ein bisschen mit rein, vielleicht in die letzten 1-2 Monate. Das ist jetzt vielleicht für den Hörer, der es nicht ganz so sehr mitbekommen hat. Also du hast eine Tourcard bekommen und so weiter und so fort, hast du dir geholt. Und dann kam auf einmal eine Durststrecke, würde ich mal sagen. Oder es lief auf einmal nicht mehr ganz so wie gedacht vielleicht. Mhm. Nimm uns da mal ein bisschen rein. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Erfahrung und ja, nimm uns mal da mal ein bisschen mit rein. Ja, nach der Q-School würde ich jetzt sagen, also ich habe ja die Tourcard gewonnen, dann würde ich von mir behaupten, habe ich eigentlich genauso weitergespielt wie auf der Q-School. Also ich habe so mein Mitte 80er bis 90, ab und zu mal über 90, habe ich halt so weitergespielt. Und dann habe ich halt gemerkt, das langt halt nicht auf der Tour. Man braucht da schon so 95 bis 100. Und da muss ich mich jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich strecken. Das spiele ich halt jetzt nicht alltäglich. Ich bin halt so ein konstanter, sage ich mal, Mitte 80er Spieler, Mitte 80 bis 90. Das, was ich halt so konstant spielen kann. Und über 90 ist halt, ja, Komfort ist halt aber eher die Seltenheit bei mir. Und da habe ich dann auch ein bisschen mental auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, muss ich sagen. Jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen besser geworden, weil ich jetzt wieder viel mehr Spaß jetzt, gerade auch in der Pause jetzt, wo ich mit Domi zum Beispiel auf die Qualifier gefahren bin, vor 2 Wochen, glaube ich, war das. Ja, da habe ich wieder so viel Spaß an dem gefunden, was ich halt mache. Oder auch an Ostern, wo ich einfach das ganze Wochenende in NRW unterwegs war. Ich habe so viel Spaß wieder dran gefunden, dass ich jetzt ehrlich gesagt wieder kaum erwarten kann, jetzt am Sonntag wieder hinzufliegen. Das hört sich doch richtig gut an. Was würdest du sagen, was ist quasi der Faktor für dich, dass du dich und dein Training nochmal ein bisschen steigerst, dass du dein Spiel vielleicht nochmal ein bisschen anhebst? Wie willst du das angehen? Ist es bei dir einfach quasi, dass du versuchst, es locker und mit dem nötigen Spaß anzugehen, oder versuchst du da noch andere Sachen, um dein Spiel voranzubringen? Bei mir geht sehr, sehr viel um Spaß. Dass ich halt auch Spaß im Spiel habe, wenn ich zum Beispiel, ich glaube, mein perfekter Gegner wäre Johnny Clayton. Ich glaube, der würde den Blödsinn genau mitmachen. den ich dann da mitmache, also den ich dann mache, keine Ahnung. Irgendwie habe ich so das Gefühl, Johnny Clayton wäre der perfekte Gegner für mich.
Johnny Clayton hast du doch tatsächlich schon gegen gespielt, wenn ich jetzt nicht die absolute Gedächtnislücke habe, bei dem ersten PDC-Turnier, richtig? Genau. Also ersten PDC-Pro-Tour-Turnier, um so zu sagen. Ja, da hat man auch bei dem Spiel, wenn man mich kennt, hat man gesehen, dass es mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Aber wirklich sehr viel Spaß. Und auch Johnny Clayton, der hat halt gesehen, dass ich nervös bin, dass ich halt meine Anfangsnervosität gleich bei meinem ersten Turnier halt, gleich in der zweiten Runde gegen Johnny Clayton zu spielen, hat er mir angemerkt auf jeden Fall. Und so eine Sachen wie, ich glaube, 116 habe ich da gecheckt, wo ich denke, ist halt auf der Pro-Tour eigentlich normal. Da kommt er mit einer Faust, ey, ja, schöner Check. Okay, cool. Ich glaube, der wäre genauso locker wie ich halt, wenn ich halt Blödsinn mache an Bord, so ungefähr. Aber dass du das überhaupt noch verstanden hast, was der da dann zu dir gesagt hat. Ich sag mal, ich meine, der hat walisisches Englisch gesprochen. Dein Englisch ist ja jetzt auch nicht so on point. Das weiß er tatsächlich und er versucht wirklich, sich verständlich auszudrücken. Wir haben jetzt teilweise auch schon ein bisschen uns unterhalten und ja, es hat, also ich habe ihn immer verstanden. Ob er mich verstanden hat, weiß ich nicht, aber ja. Sehr, sehr cool. Ja, du hast jetzt die Zwischenzeit angesprochen. Was hast du quasi gemacht nach so einem, ja, ich sag mal, würde ich mal in gewisser Weise sagen, vielleicht auch mentalen Tief? Was hast du gemacht, um da wieder rauszukommen und den Spaß wiederzufinden? Du hast gesagt, du warst ein bisschen unterwegs in Deutschland, hast Turniere mitgespielt. Ist es dann einfach für dich, Turniere spielen, quasi einfach vielleicht ohne Erwartungsdruck aus Dart Deutschland oder sowas, ohne dass jeder vor Dart Connect sitzt und sich denkt, oh, wie spielt denn jetzt der Pietreczko da in diesem Spiel, sondern vielleicht einfach just for fun mal in irgendeinem Turnier oder sowas mitzuspielen, wo keiner irgendwie wirklich zuguckt? Oder wie war das für dich jetzt der letzte Monat, um da so rauszukommen? Wenn ich ehrlich bin, denke ich über sowas gar nicht nach. Wer könnte mir jetzt zuschauen und alles? Ich bin ehrlich gesagt, und wenn ich weiß, mir schaut jemand zu, dann bin ich noch motivierter, ehrlich gesagt. Und in den letzten Wochen, wie ich schon gesagt habe, ich war in Deutschland unterwegs, ich bin einfach auf kleinere Turniere gefahren und habe da versucht, meinen Spaß wiederzufinden. Und ich weiß nicht, irgendwie das Umfeld kleineren Turniere, einfach mal wieder Spaß haben, einfach mal wieder mit anderen Leuten, das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Du hast angesprochen, du warst bei dem Qualifier in Hildesheim, hast dort unter anderem dem Felix zugeschaut, gefühlt 37 Spiele für Felix geschrieben und auch mit Felix gespielt. Felix, hattest du auch Spaß beim Spielen mit Ricardo oder hat dir das dann eigentlich eher weniger Spaß gemacht? Hast du nur auf den Deckel bekommen? Nö, das hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, das war sogar ganz ordentlich, auch was ich gegen Ricardo abends im Hotel gespielt habe. Das war eigentlich ganz cool. Also hat mir schon Spaß gemacht, vor allem, weil es da ja auch lief. Und dann in der Halle aber halt nicht mehr. Ne? Das war ja mein Problem an dem Wochenende. Aber ansonsten macht mir das schon Spaß. Man passt sich ja auch immer dem Niveau an. Dementsprechend war ich dann halt auch richtig gut. Hast du da auch die 95er ins Board gebrannt? Ja, ja. Genau. Jonas, ist das was du kennst? Du hast es schon mal so ein bisschen angesprochen, Mentalität, vielleicht ein bisschen wie bei Smith, dass man mal so ein bisschen in einem Loch steckt oder dass es einem manchmal ein bisschen schwer fällt oder man sich da nicht die richtige Motivation oder Freude fürs Spiel sucht. Ist das was, wo du quasi, ja, wo du dich drauf beziehen kannst, was dir auch was sagt und dir bekannt ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich reg mich sehr schnell auf, also ich bin sehr schnell unzufrieden und wenn es dann mal nicht läuft, dann ist das manchmal auch mehrere Tage so in meinem Kopf, dann kann ich auch zu Hause spielen, aber dann kommt da auch nichts bei rum. Da muss ich noch einen Weg finden. Was machst du, wenn es jetzt mal quasi so nicht läuft? Vielleicht akut dann gerade in dem Moment, in dem Spiel, an dem Spieltag oder auch längerfristig im Training. Wie versuchst du dich da quasi so aus so einem Loch wieder rauszuarbeiten, kann man ja eigentlich sagen. Ja, also ich trainiere weiter. Ich bin auf jeden Tag neu, aufs Neue motiviert, immer. Auch egal, ob ich mich dann aufrege, also am Vortag aufgeregt habe oder so, dann denke ich mir, ja, jetzt geht's wieder. Und ja, deswegen spiele ich einfach weiter. Was ich halt gemerkt habe, manchmal natürlich, wenn es nicht läuft, will man was ändern oder man will auf seinen Wurf achten oder weiß ich nicht, aber mein Wurf ist so eigentlich ganz
gut, wenn es läuft. Und von daher muss ich das eigentlich alles ausschalten und einfach spielen. Und deswegen mache ich das auch dann im Training, werfe da einfach meine Darts und versuche halt einfach wieder in den Fokus zu kommen, ohne halt darüber nachzudenken, ja, ich treffe heute eh nichts oder ich habe kein Gefühl oder weiß ich nicht. Das muss man dann halt irgendwie ausblenden und dann geht es eigentlich auch wieder bergauf. Wenn es bei dir mal einen Tag jetzt so gar nicht lief an einem Turnier oder sowas, war vielleicht ein bisschen anstrengend, auch egal ob jetzt körperlich oder mental, bist du dann eher jemand, der sagt, jetzt komm weiter jeden Tag ans Board oder dann lieber auch mal die Tage, die Darts für 3 Tage wegpacken? Naja, das ist leicht zu beantworten. Also ich habe eh keinen genauen Trainingsplan, leider eigentlich. Also ich ziehe es halt irgendwie nicht durch, jeden Tag da meine Spielchen zu machen. Manchmal werfe ich nur so drauf eine halbe Stunde, auch mal einen Tag gar nicht so. Aber das liegt halt dann eigentlich nicht daran, dass ich schlecht gespielt habe an einem Turnier oder ähnliches, sondern das ist einfach alleine am Board zu stehen, das macht einfach nicht so viel Spaß. Ich freue mich dann aufs nächste Turnier und will es dann unbedingt besser machen halt eigentlich, ne? Ja, das ist auf jeden Fall verständlich, dass man da die Motivation alleine nicht so findet, wie wenn man da mit 2 Leuten an Bord steht. Was allerdings in meinen Augen wieder gar keinen Spaß macht, ist, wenn man zu 4 oder zu 5 am Automaten steht. Das ist dann auch wieder viel zu viel. Felix, nach deinem zurückliegenden Wochenende in Hildesheim, da hast du auch erstmal die Darts einfach ein bisschen beiseite gelegt, ne? Ja, richtig lange sogar, weil weiß ich mehr genau. Also ich glaube, nächsten Tag gleich habe ich trotzdem nochmal geworfen. Und ja, da ging ja aber auch überhaupt nichts, Alter. Und dann war ich richtig sauer. Und dann habe ich die Schublade gemacht. Nein, also hätte ich am liebsten, aber nein, ich habe sie dann in die Schublade gepackt und dann habe ich auch richtig lange Pause gemacht. Ich glaube, so 5-6 Tage oder so. Das tut mir aber immer ganz gut eigentlich, weil. Ja, dann hatten wir auf Arbeit habe ich dann halt nach Arbeit mit einem Arbeitskollegen kurz gespielt so und dann hat es halt auch wieder richtig Spaß gemacht. Ne? Also manchmal, mir tut so eine Pause eigentlich immer ganz gut. Also ich bin zwar eigentlich auch immer so der Typ, der dann direkt wieder ans Board geht, auch wenn es richtig kacke war, aber da habe ich dann das Problem wie Ricardo, dann fehlt mir der Spaß und dann geht sowieso in die Hose. Mhm. Deswegen lieber mal wegpacken, irgendwie mal einen Tag oder so und danach habe ich dann auch wieder richtig Bock. Ricardo, bei dir hat sich das jetzt nicht so angehört, als wenn du so unwahrscheinlich viel Pause gemacht hättest nach der schlechten Pro-Tour-Zeit, sondern dass du da einfach weitergespielt hast. Ich weiß allerdings auch von dir, als wir gemeinsam bei den UK Open waren, dass du mir da erzählt hast, dass du die 2 Tage vorher überhaupt kein Dart geschmissen hast und dann quasi dort meintest, dass es dir ganz gut tun würde, wenn du das mal einfach nicht machst und dann einfach quasi direkt zu den UK Open ans Board springst. Wie ist das bei dir? Was hilft dir, wenn du eine Pause machst oder sagst du auch einfach Hauptsache jeden Tag durchballern? Das ist bei mir unterschiedlich, muss ich sagen. Jetzt vor den UK Open ist es schon so langsam angefangen, wo ich mir gedacht habe, das macht mir nicht wirklich mehr Spaß. Und jetzt nach dem letzten Proto-Wochenende habe ich wirklich, ich glaube, ja, jeden Tag könnte man sagen, bis jetzt, die letzten 4 Wochen, habe ich, glaube ich, jeden Tag gespielt. Ich bin jeden Tag bei uns in die E-Dart-Kneipe reingegangen, habe Turniere gespielt, alles Mögliche. Und ja, also da gab es, ich glaube, wenn ich mir überlege, keinen Tag, wo ich mal die Darts wirklich mal liegen gelassen habe. Egal ob E- oder Steel-Dart, ich habe immer jeden Tag irgendwas gespielt. Wie sieht es jetzt in der nächsten Zeit aus, wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal, für die nächste Woche, für den nächsten Monat mal in die Zukunft schauen? Ricardo, was steht bei dir an, dartmäßig in der nächsten Zeit? Jetzt am Sonntag fliege ich wieder nach England, Pro Tour, beziehungsweise erst am Montag die Qualifier für Swolle und Trier, glaube ich, war es. European Tour, genau. Ja. Genau. Und am Dienstag, Mittwoch ist dann Player Championship, mal ungewohnt, mal unter der Woche. Ist auch für mich ungewohnt, weil sonst war es ja immer am Wochenende. Und ja, die nächsten Wochen schaut es dann so aus, dass ich wahrscheinlich ein paar E-Dart-Liga-Spiele habe.
Das nächste Pro-Tour-Wochenende ist ja dann erst im Juni, glaube ich. Ja, es kann sein. Da sind dann auch schon wieder 3 oder 4 Wochen dazwischen. Da werde ich wahrscheinlich dann auch wieder E-Dart-Liga-Spiele. Und ich glaube, bei uns ist noch ein Ranglistenturnier vom MOV-TV. Da werde ich noch mitspielen in Ebern. Und ja, sonst muss ich mal schauen, ne? Wahrscheinlich ein paar kleinere E-Dart-Turniere oder Steel-Dart-Turniere mitnehmen. Und ja. Felix und Jonas, was sagt ihr zu dem PDC-Kalender, dass die PDC jetzt, ich glaube, relativ erstmalig bis Sonntag ein European Tour-Event spielt und dann am Montag, also quasi European Tour-Event in Deutschland und dann am Montag schon direkt wieder quasi European Tour-Qualifier für die Associate-Member in England spielt und die Pro-Tour. Was sagt ihr zu dieser Taktung? Also ich sag mal, wenn man da jetzt auch gerade mal zum Beispiel in den Sonntag reinkommt und du nicht in den Top 16 stehst, wie Chris Dobie, Luke Humphreys, Martin Lukman, wie man das jetzt mal gesehen hat und den Leuten zutraut, die dann ja eigentlich quasi da bis Sonntagabend noch spielen und dann Montag, ja ich sag mal mittags geht es meistens bei euch los um den Dreh, ne, Ricardo, dann schon wieder in England dort am Brett stehen sollten. Was sagt ihr zu dieser Taktung? Ja, also ich finde das schon echt hart. Also das ist ja fast unmöglich. Also wie soll man da noch zur Ruhe kommen? Ne? Also ist ja klar, dass der Terminkalender da voll ist. Aber ich weiß nicht, ob man das nicht auch anders lösen könnte. Für die Premier League-Spieler ist es ja schon immer schwierig. Okay, die müssen freitags ja nicht spielen. Dann aber Donnerstag Premier League, Samstag European Tour oder was auch immer. Aber auch für die, sage ich mal, nicht Top-16-Spieler dann sonntags noch spielen zu müssen und montags schon wieder in England zu sein, das ist ja, weiß ich, könnte ich mir nicht, kann ich mir schlecht vorstellen, aber es ist auf jeden Fall nicht geil. Ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, hatten wir ja letztens schon, ne, dass das auch anstrengend ist. Also ich habe es ja selber gemerkt, hier ein ganzes Wochenende da Darts durchzuspielen, weil es einfach super lange Tage sind. Und ich meine, wenn die müssen dann halt auch noch hin und her gurken. Ist ja nicht so, dass die, wie gesagt, dann die ganze Zeit da an dem Ort bleiben sollen. Die haben dann halt auch noch den ganzen Reisestress. Das ist schon außergewöhnlich. Ja, ist schon wirklich saftig. Ich sag mal, na gut, wenn du es machst wie Van Gerven, der sich da mal eben so ein Privatjet mietet zum Geburtstag von Mike, um eben zurück nach Hause zu fliegen, dann kannst du das natürlich machen. Aber ich sag mal, wenn du dir jetzt mal anschaust, was so der Premier League-Spieler jetzt gerade macht, also der spielt Donnerstagabend, ich weiß jetzt gar nicht, wo es ist, irgendwo auf der Insel halt, dann musst du irgendwie Freitag rüberreisen, dann spielst du Samstag, Sonntag European Tour in Deutschland und dann Montag wieder rüberreisen, dann spielst du Dienstag, Mittwoch nochmal die Pro Tour und Donnerstagabend ist dann auch schon wieder Premier League. Also das ist schon richtig saftig, was man da auch für ein Opfer bringen muss. Also das ist schon Hut ab vor jedem, der das durchzieht. Das hat man manchmal als TV-Zuschauer gar nicht so vor Augen, weil man denkt sich, ja nice, Donnerstag Premier League und ja nice, Freitag European Tour. Aber dass da Leute hinter sind, die da unwahrscheinlich viel Zeit in Hotels, am Flughafen und im Flugzeug verbringen, das hat man manchmal gar nicht so im Sinn. Wenn wir jetzt auch quasi mal den nächsten Monat voll machen, Felix hat eigentlich eine relativ spielfreie Zeit vor sich. So in einem Monat, Jonas, da kitzelt es bei dir auch schon. Da steht auch schon wieder was an, ne? Ja, also ich habe jetzt auch noch am 15. muss ich noch nach Schwäbisch Gmünd. Da habe ich mich ja qualifiziert für diese Liga, wo der Erste die Q-School bezahlt bekommt. Das ist auch schon mal eine Reise für mich. Und ja, dann nächsten Monat, Anfang des Monats ja nach Hildesheim. Ne? Richtig, aber da steht die Development Tour an. Freust du dich? Ja, genau das wollte ich sagen. Da freue ich mich drauf. Weil ich finde, halt, wenn man nur die Turniere in Deutschland spielt, dann ist es schon sehr wenig. Deswegen wollte ich eigentlich ja auch, wie gesagt, mal nach England, weil mir das ein bisschen zu wenig ist, aber ja, geht halt leider nicht. Ja, ist natürlich auch immer mit einem erhöhten Aufwand verbunden, sowohl zeit- als reisetechnisch als halt auch finanziell, was gerade auch für einen jungen
aufstrebenden Spieler nicht unbedingt immer einfach ist. Es ist ja noch nicht jeder hier die Pro-Tour-Legende. Felix, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen zum Thema Druck. Ich persönlich schätze dich als einen Spieler ein, der eigentlich relativ gut mit dem Druck umgehen kann, wie man vielleicht auch sonst in Riesa beim Qualifier gesehen hat. Wie würdest du sagen, wie gehst du mit Druck um? Ja, mittlerweile glaube ich ganz gut. Ich sag mal so, vor einem Jahr oder so war das nicht so gut. Da weiß ich nicht, da hat teilweise Maria mich sogar ausgelacht, wenn ich hier online also da kam ich noch nicht so klar, aber mittlerweile eigentlich ganz gut, weil ich mir den Druck irgendwie selber so ein bisschen nehme und mir dann immer irgendwie sowas einrede von wegen, dass ich ja eh selber daran schuld bin, also was jetzt passiert, ob ich einen Halt treffe oder nicht. Und genau, eigentlich hat man es ganz gut in Riesa gemerkt, da waren ja ein paar gute Sachen bei, weiß ich jetzt gar nicht mehr, Decider 140 zum Checkout, glaube ich sogar, ne? Also, da ging es eigentlich ganz gut. Also, ich glaube, mittlerweile bin ich ganz gut, was Druck angeht. Auch dann nochmal durch die Sachen jetzt hier mit dem Mentalcoaching und so. Da kann man schon ganz gut mit arbeiten, eigentlich. Würdest du sagen, dass es bei dir eher ist, dass du dir selber Druck machst oder dass du das Gefühl hast, Druck kommt von außen? Also, ist das für dich quasi mehr Druck, den du dir selber machst und sagst, ich möchte jetzt das und das erreichen und ach, ich muss doch jetzt? Oder ist es mehr, dass du dir denkst, oh, da sitzen jetzt Leute vor den Endgeräten und die schauen jetzt meinen Scores zu oder keine Ahnung was? Oder wie ist das bei dir? Das ist unterschiedlich. Also den Druck, dass ich jetzt weiß, dass Leute bei Dart Connect oder so zuschauen, das habe ich gar nicht. Also das motiviert mich eher nur, aber den Druck verspüre ich nicht oder so, dass ich dadurch nervös werde oder so. Bei mir ist das, wenn dann eher nur der Druck, ja, wie beschreibe ich das? Halt einfach, ich sag jetzt mal im Decider oder so, ne? Wenn ich halt weiß, jetzt muss ich halt liefern, das ist jetzt die letzte Chance. Oder ich habe halt noch drei Pfeile auf Doppel und davon muss halt einer rein. Also eher dieser Druck, sag ich mal, ne? Aber so von außen verspüre ich eigentlich keinen. Also wenn, dann mache ich ihn mir selber, weil ich halt unbedingt gewinnen möchte. Ricardo, du hast das vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, dass bei dir Druck von außen nicht so sehr das große Thema ist. Wie ist das mit Druck von innen? Also steckst du dir da selber die Messlatte manchmal ein bisschen hoch? Also wenn ich jetzt weiß, sagen wir mal, es steht 5-5 auf der Pro Tour oder so, dann Scoring ist dann meistens kein Problem. Bei mir sind es dann meistens die Darts auf Doppel, wenn ich weiß, okay, gut, wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich den geschlagen oder kommt auch meistens auf den Gegner drauf an. Aber so wirklich mit Druck kann ich, glaube ich, so, was für mich spielerisch angeht, glaube ich, sehr gut umgehen. Jonas, wie ist das bei dir? Bist du eher anfällig für Druck von innen oder für Druck von außen? Also sind es mehr andere, die Erwartungen an dich setzen, oder hast du selber relativ hohe Ansprüche, unter denen manchmal dein Spiel leidet? Naja, also bei mir ist es manchmal so, ich mache mir Druck, weil ich denke, dass andere was von mir erwarten. So. Und durch das ganze Digitale und mit den Statistiken und alles, dann kommt bei mir auch manchmal der Gedanke zustande, wenn man jetzt nicht gut spielt, ja, wie peinlich ist das denn jetzt, oder weiß ich nicht, das sehen ja die Leute, weiß ich nicht. Und deswegen kommt es manchmal zu Druck. Das ist aber eigentlich, weiß ich nicht, das muss man eigentlich ausblenden. Und ja, klar, im Spiel gibt es halt auch so Drucksituationen, ne? Wenn man sieht, der Gegner scoret die ganze Zeit wie verrückt, dann denke ich auch manchmal, ja, was soll ich noch machen? Also dann habe ich auch Druck, so, aber ja. Ja, das sind zwei relativ interessante Punkte, die du ansprichst. Also natürlich im Decider-Druck oder wenn der Gegner gut scoret, das ist, glaube ich, ganz normal, das kennt jeder und das wirst du auch niemals abstellen können. Also das siehst du ja auch wirklich bei den absoluten Topstars. Bei dem anderen Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, da könnte man jetzt wirklich ein Riesenfass aufmachen. Also natürlich, ich sag mal, dass Leute nur ihre besten Leistungen auf Social Media teilen im Darts. Das ist natürlich absolut nicht förderlich, wenn halt quasi nur
9 Data 180er und Spiele in den Top 5% deines Leistungsniveaus geteilt werden. Wie gesagt, könnte man das Fass jetzt sogar noch größer aufmachen für unsere gesamte Gesellschaft, dass wir uns nur noch mit unseren perfekten Seiten auf Social Media präsentieren. Ich sehe hier das Nicken der Jungs im Podcast, was die Hörer da draußen gerade nicht mitbekommen, aber so tief wollen wir jetzt gar nicht hier in die Gesellschaftsforschung einsteigen, denn das soll immer noch ein Dart-Podcast sein. Und in diesem Dart-Podcast blicken wir noch einmal ganz kurz ein bisschen zurück auf die Women's Series. Ich muss ganz ehrlich eingestehen, an mir ist es so ein bisschen vorbeigegangen, dass die Women's Series war. Ging euch das auch so oder habt ihr jetzt gedacht, boah, nice, die Women's Series war, das war jetzt mein Highlight der letzten Tage? Also ich habe die Women's Series ein bisschen verfolgt, muss ich sagen, aber auch eigentlich hauptsächlich nur wegen einer Person, die mir ein bisschen ins Auge gestochen ist, die eine sehr gute Dartspielerin ist, die auch bei der GDC schon gespielt hat, die Aurora Focesato. Die kommt aus Italien, die habe ich in Slowenien habe ich die kennengelernt bei der Europameisterschaft beim E-Dart. Und die spielt echt einen genialen Dart. Die ist, glaube ich, jetzt 16 Jahre alt, ist jetzt 16 geworden, darf jetzt auch die Women's Series offiziell spielen. Und die hat in Slowenien unter anderem auch die Damen teilweise weggehauen. Die spielt auch gern mal ein Average von über 85. Also die ist schon echt nicht schlecht. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich das so ein bisschen verfolgt habe. Okay, sehr cool. Der Name sagt mir tatsächlich bis jetzt auch noch nichts. Natürlich bin ich jetzt auf dem nationalen slowenischen Dartmarkt auch nicht so sehr unterwegs, wie vielleicht ein gewisser Ricardo Pietreczko. Felix und Jonas, habt ihr die Women's Series so ein bisschen verfolgt oder war es bei euch auch eher so, dass ihr irgendwie am Sonntagabend dann gemerkt habt, oh, dieses Wochenende war ja eigentlich Women's Series? Also ich habe das mitbekommen, aber ich habe es jetzt nicht direkt verfolgt. Ich habe abends irgendwie mal dann immer kurz mal reingeschaut, bei Dart Connect und mir ein paar Ergebnisse angeguckt. Aber auch hauptsächlich nur, weil ich mal gucken wollte, wie die deutschen Mädels abgeschnitten haben. Ich glaube. Dann sorry an der Stelle, aber dann hast du auch ganz schnell wieder ausgemacht, oder? Ja, das. Ich musste halt erstmal weit runter scrollen. So, aber ist auch nicht schlimm. Aber ich habe gesehen, dass, ich glaube, Sarah Milkowski hat, glaube ich, Fallon Sherrock bekommen, ne? Oder täusche ich mich? Irgendwas habe ich gelesen. Ricardo nickt. Ja, okay, dann habe ich das ja richtig gelesen. Ja, genau, also das habe ich mir halt so mal kurz durchgelesen. Aber so jetzt, ich habe es jetzt nicht bei PDC TV geschaut oder so. Jonas, wie ging es dir? Ja, ich habe das mitbekommen, dass es auf jeden Fall stattfindet. Ah, ich habe da auch zwischendurch reingeschaut, habe jetzt keine Spiele eigentlich live verfolgt. Mich interessiert eigentlich immer nur, wie sich das Niveau verändert oder wie das derzeit ist. Halt, ja, ob es da jemand heraussticht, den man nicht kennt. Und solche Sachen interessieren mich dann halt. Jetzt mal, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also natürlich, die Women's Series hat ihre absolute Daseinsberechtigung und ich finde das auch wirklich gut, dass für den Damen-Dartsport da quasi so eine Ebene geschaffen wird, dass das Niveau steigt. Denn ich sag mal, darum geht es ja, dass es sich da quasi entwickelt und dass das Niveau später mal den Männern angleicht und dass Frauen dort die Möglichkeit haben, quasi unter sich das quasi auszuprobieren und sich zu verbessern. Gut, wenn man jetzt auf einzelne Personen schaut, ist das was anderes, aber im Großen und Ganzen, was würdet ihr sagen, findet ihr die Women's Series interessant anzuschauen und zu verfolgen? Ich sag mal, gut, jetzt einzelne Personen, auf die man in Slowenien ein Auge geworfen hat, ist was anderes, aber ich sag mal, mir geht's persönlich so, ich denke mir so die ganze Zeit, die Women's Series, ja, für die Personen, die dort spielen und so, ist das wirklich super, dass das existiert und es ist mega, mega gut und hilfreich, aber am Ende, wenn du halt schaust, das ist halt, sind halt immer nur, du kannst eigentlich schon vorher ausrechnen, dass das Finale Sherrock gegen Ashton heißt und dann gewinnt halt eine von den beiden und das sind eigentlich die einzigen beiden, jetzt abgesehen, ich glaube, ein Finale war mal, wo eine von den beiden nicht mit dabei war oder so, ansonsten hast du da eigentlich durchgehend die mindestens im Halbfinale und eigentlich immer im Finale. Ist das nicht deswegen ein bisschen uninteressant als Zuschauer? Ja, also so sehr verfolge ich das, wie gesagt, gar nicht, aber das wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, weil man
ja, man muss ja auch immer gucken, wie man das ausdrückt, weil du hast ja völlig recht, in dem Sinne ist es natürlich super, dass es das Ganze so stattfindet und so weiter und der Dartsport auch bei den Frauen natürlich sehr gefördert wird, aber natürlich ist es schon so, dass mich das jetzt, ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, heute ist Women's Series, da muss ich mich aber rechtzeitig auf die Couch setzen und den Screen starten. Ja, hört sich doof an, aber ist ja so, ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber so nachdenken, ja, okay, Premier League, alles klar, ne? Ist schon eingespeichert im Fernseher, ne? Da weiß man, dass man sich das anschaut, so. Aber Women's Series halt so nicht. Ich schaue halt gerne mal rein. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr gute Spiele, teilweise bei den Women's Series, die du dir auch wirklich angucken kannst. Aber ist halt nicht so, dass, ja, ich mir das fest vornehme, das zu schauen, ne? Also wenn ich dann Zeit habe, dann schaue ich da halt mal rein. Aber ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass ich da irgendwie schon hinfieber darauf oder so. Bei mir ist es eher so, ich bin eher so ein Fan von den kleineren Turnieren, sage ich jetzt mal. Sowas wie Premier League oder sowas stichelt mich jetzt gar nicht, weil da sieht man jede Woche die gleichen 8 Gesichter. Ist jetzt nicht so mein Fall. Aber jede Woche gegen die gleichen 7 Gesichter in der Premier League spielen wäre schon was, ne? Ja, da hätte ich nichts dagegen, ne? Das muss ich auch sagen, aber als Zuschauer stichelt mich das jetzt nicht so sehr. Ich schaue eher sowas wie zum Beispiel Women's Series. Wenn ich zu Hause bin, beziehungsweise auch wenn ich unterwegs bin, mache ich auch gerne mal den Stream an, guck mal, wer da so spielt und ja, keine Ahnung, oder Pro Tour oder irgendwie sowas, was ich jetzt ja nicht mehr schauen kann, sondern selber mitspiele. ja. ja, aber meistens konntest du ja schon ab der zweiten Runde dann zuschauen, ne? Ja, okay. Nee, aber sowas interessiert mich eher als Premier League oder irgendwie sowas. Jonas, wie ist bei dir? Ja, ich stimme Ricardo auf jeden Fall teils zu. Also mich interessiert, also ich schaue alles eigentlich an Dart. Mich interessieren auch so kleinere Turniere. Ich schaue mir jeden Dart-Stream gefühlt, den es auf YouTube gibt oder gab, an, weiß ich nicht. Und wie Ricardo schon gesagt hat, die neuen Gesichter, die dann immer die Tourcard gewinnen, die womöglich auch noch jung sind und dann sich auch endlich mal für die European Tour dann qualifizieren. Bei der European Tour interessiert mich auch meistens der Freitag und der Samstag am meisten, weil am Sonntag sind wieder dieselben nur noch übrig. Nur, und auf der anderen Seite muss ich euch zustimmen, also die Women's Series, da schaue ich wirklich auch nicht zu, weil ich finde das irgendwie, ich habe ja schon gesagt, ich finde das immer attraktiv, sage ich mal, wenn man auch einen schönen Wurfstil hat etc. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Spiele, die auch dann im Stream in den ersten Runden bei der Women's Series sind, also was man da teilweise sieht, das mag ich mir nicht gerne anschauen. Also da ist ja meistens kaum Konstanz zu sehen, kein vernünftiger Wurf, außer die genannten herausstechenden Namen. Von daher interessiert mich das leider nicht. Diese Meinung lassen wir jetzt einmal so stehen. Das soll es auch schon wieder gewesen sein für die heutige Folge von Behind the Board, dem MyDartCoach-Spieler-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts oder wo auch immer. Und ansonsten nicht vergessen, jetzt, wenn denn noch überhaupt ein Platz frei ist, für das MyDartCoach-Championship-Turnier 2022 anmelden. Am 13.8. mit dabei alle zuhörenden Stimmen aus diesem Podcast. Ricardo, Felix und Jonas, ich danke euch für eure Zeit. Hat mir wieder mal Spaß gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Haut rein. Ciao. Das war Behind the Board, der MyDartCoach-Spieler-Podcast. Die Zeit bis zur nächsten Folge nutzt du am besten beim Trainieren mit der MyDartCoach App.